TT Games. Wunderschöne Musik. Und da läuft der kleine Frodo. Und nein, wir sind nicht in Lego Herr der Ringe. Aber in Lego sind wir, das seht ihr vielleicht. Und zwar sind wir in Lego der Hobbit. Heute rausgekommen, ganz neu, frisch vom Markt. Habe ich es mir gleich geholt zum Aufnehmen. Und werde es jetzt mit euch zocken. Und da hockt schon der liebe Bilbo. Und schreibt seine Geschichten. Und der Gandalf schaut immer zum Fenster rein. Und da seht ihr es, Lego der Hobbit. Ja, ohne viel rumzumosern, beginne ich gleich. Ich mache ein neues Spiel. Hier habe ich schon ganz kurz angetestet. Ihr seht, 14 Minuten? Kann es sein? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Gezockt habe ich noch nicht. Also ich hatte es auch nur an und habe kurz eine Testaufnahme gemacht. Ui, eine kleine Spinne. Aber gut. Willst du diesen Speicherstand wirklich überschreiben? Der gesamte Fortschritt in diesem Speicherstand geht dann verloren. Ja, möchte ich. Und dann beginnen wir. Spiel wird gespeichert. Und ich finde diese Musik so geil. Ich liebe die. Ich hoffe, die darf ich hier überhaupt. Ja, denke ich schon. Wenn sie an dem Spiel ist. So. Dann beginnen wir. Hallo Gandalf. Eriador, Arnor. Also ihr seht... Mein lieber Frodo. Ich bin ruhig. Du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Tal. Friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Tror, dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Lehnsherr, unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. So, und da beginnen wir gleich im Spiel. Und hier können wir auch hinein in den Berg gebaut, war die Schönheit dieser Festungsstadt legendär. Mhm. Okay. Verbeugen sich. Schön. Ja, verbeugt euch alle schön vor mir. Boah, ist die Grafik geil. Alter. Mhm. So. Natürlich gleich das erste Rätsel. Dafür müssen wir natürlich hier in Lego mal wieder alles zerkloppen und dann... Ja. Zusammenbauen. Nehme ich mal an. Und jetzt? Fehlt da noch was? Das hier vielleicht. Ah. Ha. Halt K gedrückt, um Gegenstände aus hüpfenden Lego-Teilen zu bauen. Okay. Fettet. Dann tun wir das doch gleich mal. Und bauen daraus eine Plattform. Und die können wir jetzt schieben. Können wir schieben? Ne, können wir nicht. Brauchen... Hä? Ein Hammer. Ach! Können wir auf den wechseln? Hä? Halte U gedrückt, um das Spielrad aufzurufen. Und wähle dann... Okay. Ah, jetzt ja.
Okay, da haben wir Beute, haben Rucksack und da oben Trein. Wir brauchen jetzt Trein. So. Dann gehen wir hier zu dem Hammer. Wow. Okay. Das ist Trein. Mit dem dicken Hammer. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Tschüss. So. Jetzt sind wir schon zu dritt. Ich nehme das ganze Geld auch mit. Okay. Also ihr seht schon, es hat sehr, also eigentlich erinnert es komplett an Herr der Ringe auch. Aber das ist jetzt, Lego der Hobbit ist quasi die Vorgeschichte zu Herr der Ringe. Und das wird jetzt parallel zu Herr der Ringe laufen. So, die wollen uns nicht durchlassen. Warum nicht? Keine Ahnung. So, der winkt uns schon. Was nun? Was ist da oben? Eine Glühbirne drin. Ah. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt quasi die Vorgeschichte zu Herr der Ringe und es wird parallel laufen. So. So, was haben wir hier? Drück K, um den Stein aufzuheben und halt H gedrückt, um damit zu zielen und zu werfen. Also, kennen wir. Also K, dann H und dort oben dran. Boing. Wow. Ja, schmeckt's. Mahlzeit. Lasst es schmecken. Und lasst mich durch. So, und wir sind jetzt hier. Ihr Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels. In riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein verliefen. Okay. Ah. Okay, der muss jetzt da hängen bleiben. Ja, das ist hier die... Aha, die untersuchen die besonderen Edelsteine nach ihrem Wert. Müssen wir das kaputt machen? Ne, da kommen wir eigentlich so. Da kommt Geld raus, wie immer. Hä? Ah. Ich vermute mal, das kann man anzünden oder so. Keine Ahnung. Whoops. So. Oh, Geld, 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 Geld. Wow, und hier seht ihr schon das heiße Metall. Das glühend heiße, flüssige Metall schwimmt da. Und da haben wir wieder einen Infostein. Und da schmiedet jemand Holz. Holz wird ja geschmiedet. So. Ein Amboss ist das und natürlich ein Schloss. Am Amboss kannst du aus Lego-Rohstoffen, die du in Lego-Gegenständen findest, nützliche Dinge schmieden. Okay. Verwende gesammelte Lego-Rohstoffe, um etwas Neues herzustellen. Drücke AD, um die benötigten Lego-Rohstoffe auszuwählen und drück J, um sie zu verwenden. Okay. Und natürlich, wir haben nichts. Ach, ja. So. Okay. Jetzt oben hämmern wir auch drauf rum. Aha. Ah, Holz. Haben wir jetzt Holz gekriegt? Schon, oder? Wartet mal. Ja, wir haben 5 Holz. Ja. Ich check das nicht so ganz. Verkloppen wir erstmal alles. Ah, das Holz. Noch mehr Holz.
Und noch mehr Holz. Oh. Du musst einen besonderen Schlüssel verwenden, um diese Tür zu öffnen. Drücke K, wenn du neben dem Schloss stehst, um ihn einzustecken, okay? Und den Schlüssel müssen wir uns höchstwahrscheinlich zusammenschmieden. Drücke K, um durch kleine Lego-Luken zu kriechen. Yay. Kriechen wir mal durch. So, da pennt einer. Hallo. Drück K, um Kurbeln zu verwenden. Okay. Dann drücken wir mal. Dann geht dort oben dieser Hahn zu, dieses Loch. Und es fließt kein heißes Eisen mehr. Oder heißes Metall. Ob es Eisen ist, weiß man nicht. Könnte ja auch. Ja, es ist Gold. Und wie das Gold ist. Alter, die Zwerge, ihr merkt schon, die sind reich, die Zwerge. So, das sacken wir gleich ein. Das ist auch noch Diamanten oder so. Tische werden überbewertet, generell. Ich habe auch keinen. Mein Computer steht auf dem Boden. So, wer ist da gefangen? Was ist das? Hallo? Keine Ahnung. So, können wir hier was einsammeln? Boah. Irgendwas schreit da rum. So. Da hängt ein Kessel mit Gold. Heißem Gold. Heißem flüssigen Gold. Und Wasser. Aber wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Hier vielleicht noch. Ah, da hinten sind noch zwei so Wägen. Holz. Holz, das ist Holz. Schön. Ganz viel Holz. So, und hier haben wir noch so blaue Kristalle. Ich weiß nicht, ob das Saphire sind. Keine Ahnung. Das wären in dem Fall Rubine. Das ist schon schöne Arbeit, einen ganzen Tag auf so Metall rumhämmern zu müssen. Aber ihr seht schon, die haben da eine Technik, dass das Metall möglichst lang heiß bleibt. Die stehen da zu fünft um einen Amboss rum und hämmern das. Und deshalb wird auch die Schmiedekunst von den Zwergen hier sehr verehrt. In ganz. Wie nennt sich das Land hier? Elbenland? Nee. Mittelerde? Ich weiß es gar nicht. Nee, nicht Mittelerde. Das ist was ganz anderes. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr es ja, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. So. Hey. Ich zerklopp einfach mal alles. Hier haben wir noch was Weißes. Okay. Jetzt zeigt da ein Pfeil hin, ganz rechts im Bildschirm. Aber ich nehme noch alles mit. Weil. Aua. Okay. Eine Kiste. So. Noch mehr Holz. Und. Na toll. Noch mehr Holz. Wir haben eigentlich schon genug, aber man kann nie genug haben. So. Jetzt. Irgendeinen Schlüssel. Ja. Okay. Ach, das ist das. Ah. Das ist das Material, was wir jetzt haben im Inventar. Ah, jetzt. Kommt das heiße Metall? Drücke H, J, K oder U, wenn du das Leuchten siehst, um den Schmiedering aufzufüllen. J, K, H, 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 H.
Und das ist fertig. Und er nimmt das glühende... Wow! Die Fertigkeiten der Zwerge suchen ihresgleichen. Sie erschaffen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Siehst du? Es waren Smaragde, Diamante, Rubine, Saphire. Diese Hammer sind ja geil. So, und jetzt sind wir quasi mitten in der Mine drin gelandet. Und hier baut jeder schön ab. Und... aha, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das... wie ihr den Hobbit findet, hier das Spiel davon. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt. Wenn ja, dann bitte nicht flamen. Spoilern, nicht flamen. Und dann bedanke ich mich für immer fürs Zusehen und lasst eine Bewertung da und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.